Liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht im Hintergrund, wir haben neue Sachen dabei, nämlich Bundeswehr-Tab und einen neuen Titankocher, und wir haben Bundeswehrausrüstung an, die wir aber nur heute mal tragen, weil wir die neu mal ausprobieren und es hier zu der Umgebung ein bisschen passt. Vielleicht seht ihr auch, wir sind dem Hintergrund etwas angepasst. Wir haben auch die Hängematte mit dabei, und wir wollen aber nicht normal da drinnen schlafen, also keine Sorge, es wird sicherlich nicht langweilig, sondern es geht hoch hinaus. Nämlich versuchen wir, die Hängematte so hoch wie möglich aufzuhängen und da drinnen zu schlafen. Das wird was. Bleib und dabei. Zusätzlich kommt noch das Diamant-Shelter, den wir aufstellen am Baum. Zeigen wir euch dann auch. Da kommen dann unsere Sachen rein. Schaut es euch bis zum Ende an. Kommentiert gerne, was ihr das nächste Mal sehen wollt. Es ist auch noch ein Bundeswehr-Video geplant. Und ich lasse die Drohne steigen. Im Hintergrund geht auch gerade die Sonne unter. Ich fange jetzt erstmal mit dem Diamant-Shelter an, dass wir hier ungefähr hinkommen. Und dafür müssen hier erstmal diese ganzen Äste weg. So, da der noch ein bisschen zu lang ist, wir das auf die Höhe hier ungefähr abspannen, werde ich jetzt das Tarp da mal drauflegen. Hier sind noch ein paar Sachen, die noch weg müssen. Das passt auf jeden Fall. Jetzt kommt hier noch ein Stock und den suchen wir jetzt. Der hier könnte schon passen. Wir spannen jetzt das Tarp mal ab. Zuerst spannt man vorne ab, dann nach hinten. Dann kommen die Seiten. Und am Ende kann man dann nochmal alles nachspannen. Ein bisschen. Und wie ihr seht, jetzt ist auch richtig gut Zug drauf. Ich spanne jetzt hier die Hängematte mal auf. Dafür habe ich jetzt hier diese Dinger befestigt. Und wie ihr seht, die sind extrem weit oben. Und wir versuchen die aber vielleicht auch noch mal heute Abend, wenn das jetzt funktioniert, noch Hänger zu hängen. Also dass die noch besser und noch höher sind. Aber wir wissen noch nicht, ob wir in den Hängematten schlafen. Vielleicht schlafen wir auch in dem Diamant-Shelter. Hängematten sind auf jeden Fall fertig gepackt und wir legen uns jetzt mal rein. Wie
Wie ihr seht, es ist dunkel geworden. Wir haben das Tab-Setup noch mal ein bisschen verändert. Das zeigen wir euch gleich. Die Hängematten sind jetzt fertig aufgebaut, auch mit den Isomatten drinne. Luca ist noch mal ein Stück weiter runtergegangen. Und zum Abendbrot gibt es hier so einen Hühner-Eintopf, Hühner-Nudelsuppen-Eintopf. Und wir essen das Brot, was wir im letzten Video gemacht haben. Das sieht jetzt auf jeden Fall so aus. Von beiden Seiten schön knusprig, also das hier ist so ein bisschen verbrannt. Und die anderen Stücken haben wir auch noch mal ein bisschen reingetan. Das probieren wir jetzt. Wie es schmeckt, erfahrt ihr jetzt. Ich habe das mir jetzt auf jeden Fall mit 2 Scheiben Käse belegt. Und das schmeckt echt richtig geil. Also für das, was wir gebraucht haben. Wir haben das Tab-Setup gerade noch mal umgestellt, also jetzt vorhin schon noch. Nämlich ist es jetzt an dem Baum und nach runterwärts, weil so hatten wir mehr Platz. Vorher war es an dem Baum hier, wo jetzt die Kamera steht. Und das war halt an so einer Schräglage und das war nicht so geil, weil dadurch hatten wir halt so einen Hügel und nur einer hätte bequem schlafen können. Wir zeigen euch das Ganze aber morgen noch mal, wenn es hell ist. Da oben sind unsere Hängematten, da hängt gerade mein Schlafsack drunter und da oben ist die Hängematte. Wir werden jetzt die Sachen da reinbringen in das Diamant-Shelter und dann sehen wir uns das nächste Mal nochmal in der Hängematte. Ich werde jetzt mal versuchen, in die Hängematte reinzukommen. Die ist ungefähr jetzt auf 2 Meter, also ich bin ungefähr 1,70. Plus die Hände nochmal 20 cm, 30 cm sage ich mal, macht 2 Meter, 2 Meter 10. Ich habe noch eine Luftisomatte jetzt mal in die Hängematte reingetan, weil wir die mitgenommen haben. Und werde jetzt versuchen, da mal reinzuschlüpfen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich bin auf jeden Fall drin und ich würde sagen, Luca gibt mir jetzt mal die Sachen an. Ich bin auf jeden Fall jetzt endlich drin und wie ihr aber seht, habe ich jetzt nur hier so eine kleine Schaumstoffmatte, dann den Bundeswehr-Schlafsack, hier habe ich noch mein Powerbank im Handy, hier kommt die GoPro gleich rein. Und als Kopfkissen habe ich hier das Schaffell. Luca liegt da. Guten Tag. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da oben ist der Mond und ich versuche das gleich nochmal mit der Handykamera zu filmen. Hier unten, also das, was ihr nur so seht, so hier, wie ihr jetzt den Baum seht, sehen wir den die ganze Zeit auch ohne Licht. So müsst ihr das euch vorstellen. Somit würde ich sagen, wir sehen uns morgen früh. Haut rein, bis gleich. Und ich bin gerade eben schon aufgestanden, also aufgestanden noch nicht. Ich habe nur die Kamera rausgenommen und die Sonne geht da hinten auf. Ich werde jetzt mal die Drohne steigen lassen und dann stehen wir langsam auf. Da unten ist das Tab-Setup. Da steht das Stativ. Und das ist unser Ausblick. Thank you.
steht mittlerweile. Die Sonne steht mittlerweile ein bisschen höher. Und Luca schläft noch. Ich habe jetzt mittlerweile hier schon mal ein bisschen was fürs Essen vorbereitet. Ich habe hier Brot, dann restliche Brot von gestern, die Axt, dann habe ich hier wieder Mett, wie im letzten Video, eingelegtes Mett. Also es gibt eigentlich fast nichts Besseres, als morgens in der Sonne zu sitzen, mit dem Ausblick und dann so eine richtig leckere Stulle mit schönem Mett drauf. Einfach nur geil. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben hier mittlerweile jetzt die Hängematten, habt ihr ja gesehen, die haben wir abgebaut. Und auch unser System hier haben wir alles wieder von dem Baum entfernt. Ich kann euch das auch nochmal kurz zeigen. Natürlich alles so wieder hinterlassen, wie es war. Genau, also wir haben die hier da wieder hingelegt. Der lag ja vorher hier. Wir haben auch noch ein bisschen Müll mitgenommen. Und wir haben auch noch eine Sache gefunden. Bild blenden wir jetzt nochmal davon ein. Das ist irgendein altes Scharnier. Und ja, Rucksäcke sind auch gepackt und wir machen uns jetzt wieder los.